B1.6. Der Winkel C4, A4, S4 der Pyramide A4, BC4, DS4 hat das Maß 60 Grad. Berechnen Sie den zugehörigen Wert für x. Also dieser Winkel ist gegeben mit 60 Grad. Und man soll herausfinden, für welche Pyramide das gilt, also für welchen Wert für x dieser Winkel hier genau 60 Grad ist. So, den Ansatz zu sehen ist hier das Komplizierte, der Rest ist eigentlich ganz einfach. Man muss mit den gegebenen Streckenlängen einfach ein bisschen rechnen und überlegen, wie könnte der Ansatz funktionieren. Ich habe hier diesen Winkel mit 60 Grad und suche mir jetzt wieder Dreiecke, wo möglichst eins dieser x drin liegt und mit denen ich dann weiterrechnen kann. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal das Dreieck A4, C4, S4. Was kenne ich aus diesem Dreieck? Na, die Strecke A4, C4. Ja, schreibe ich hier unten mal nochmal auf. Die hat nämlich die Länge AC minus X. Ja, also wir wissen ja, hier auf dieser Seite wird 0,5 abgeknapst und hier auf dieser Seite war 0,5x weggenommen und vereinfacht ist AC minus X. So, können wir noch was in diesem Dreieck? Nö, die Strecke A4, S4 ist nicht bekannt und die ebenfalls nicht. Schauen wir uns ein anderes Dreieck an, wo dieser Winkel drin liegt, nämlich das Dreieck A4, M, S4. A4, M ist bekannt, nämlich ist genau die Hälfte dieser Strecke hier. Und M, S4 ist ebenfalls bekannt mit M, S plus X. Und damit haben wir jetzt ein Dreieck, wo wir einen Winkel kennen und zwei Seiten in Abhängigkeit von x. Das würde aber allerdings vollkommen ausreichen und mit dem können wir weiterrechnen, weil wir wollen ja das x berechnen. So, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt wir können drei Sätze benutzen, den Sinus, Cosinus oder Tangens. Für Sinus und Cosinus brauchen wir die längste Seite, also die Hypotenuse, die ist in dem Fall nicht bekannt, also fallen die zwei schon mal weg und es bleibt nur noch der Tangens übrig. Der Tangens lässt sich berechnen aus Tangens eines Winkels ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Da finden wir auch eine Formelsammlung auf Seite 39. Was nochmal heißt, Tangens von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete und Länge Gegenkathete durch Länge der Ankathete. So, stellen wir mal die Formel auf. Tangens des Winkels C4 A4 S4 ist gleich so, als Gegenkathete haben wir die Strecke MS4. Ich schreibe es nochmal so auf. MS4 geteilt durch die Länge der Ankathete und das war A4 M. So, setzen wir alle bekannten Größen mal ein. Also Tangens von 60 Grad ist gleich MS4, hatte ich ja, haben wir überlegt, ist die Strecke MS minus X. Und A4M, ja, die Hälfte von AC minus X. Also kann ich auch sagen, 0,5 mal Strecke AC minus X. Das vereinfachen wir jetzt noch und setzen nochmal alles ein. Tangens von 60 Grad ist gleich, Strecke MS waren 6 cm plus X. Geteilt durch die Strecke, durch die Ankathete, 0,5 mal AC waren 12 cm minus X. Und vereinfachen wir nochmal, den Tangens von 60 Grad könnte ich eigentlich auch schon ausrechnen, sind 1,73 ungefähr, ist gleich 6 plus X geteilt durch 0,5 mal 12 sind ebenfalls 6 und 0,5 mal minus X sind minus 0,5x. So, das ließe sich jetzt entweder bequem mit dem Solver lösen, wer also einen Taschenrechner besitzt, oder wir
setzen noch die Umformungen an, also Äquivalenzumformungen. Und sehen hier schon, wir haben einen Bruch, also über Kreuz multiplizieren, damit können wir den Bruch auflösen. Dann heißt hier 1,73 und wenn ich jetzt über Kreuz multipliziere, heißt es, dieser Nenner hier wird mit mal an diese Zahl angehängt. Also mal 0,5x ist gleich 6 plus x. So, jetzt löse ich diese Klammer hier auf. 1,73 mal 6 sind ungefähr 10,38. Dann 1,73 mal minus 0,5x, auf jeden Fall minus. Und 1,73 mal 0,5 sind ungefähr 0,87x ist gleich 6 plus x. So, jetzt forme ich so um, dass ich auf der linken Seite alle x habe und auf der rechten Seite alle Zahlen ohne x. Also erstmal minus 10,38. Dann habe ich hier stehen minus 0,87x ist gleich, fange ich hier 6. Und jetzt 6 minus 10,38 sind minus 4,38. Dann bringe ich jetzt noch das x auf die andere Seite rüber. Und dann habe ich minus 0,87x minus x sind minus 1,87x ist gleich minus 4,38. Dann muss ich durch die Zahlform x teilen, also geteilt durch minus 1,87. Und erhalte dann x ist gleich ungefähr 2,34. Ja, und damit habe ich jetzt mein x ausberechnet, berechnet. Für ja, wofür eben dieser Winkel dann 60 Grad ist in dieser Pyramide. Ja, und an dieser Stelle bin ich dann auch fertig.